Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, dass ich Sie mitnehme, einmal einen kleinen Rundgang durch unsere Labore mache. Das ist das, was eigentlich heute bei uns stattfinden würde, was jetzt leider nicht geht. Ich habe versucht, so gut wie es ging, Fotos zu machen, Videos zu machen. Ich hoffe, Sie kriegen trotzdem ein kleines bisschen Einblick, wie es bei uns läuft. Und im dritten Teil werden wir dann eine Anwendung sehen, ein Projekt, was bei uns in der Gruppe bearbeitet wurde und jetzt wieder bearbeitet wird. Und hier geht es vor allem um eine molekulare Maschine, also ein großes Protein, was uns gegen den Grippevirus schützt. Okay, dann denke ich, fangen wir an. Das ist eine sehr schöne Abbildung, die ich immer sehr gerne zeige und die mich immer gerne an meine Schulzeit im Biologieunterricht zurückerinnert. Wenn eine Leistungskontrolle oder sowas war, dann konnte man hier bei dieser Beschriftung, meistens war ja die Beschriftung nicht da, da konnte man dann eigentlich immer mindestens einen Punkt holen. Und zwar ist das nämlich die Beschriftung des Zytoplasmas. Das wusste eigentlich immer jeder, weil das ist einfach der leere Raum zwischen den ganzen anderen Bestandteilen der Zelle. Jetzt musste ich im Studium und im weiteren Werdegang als Wissenschaftler feststellen, dass das eigentlich gar nicht stimmt und dass der Raum nämlich eigentlich gar nicht leer ist, sondern im ganzen Gegenteil, der ist eigentlich fast zu voll. Und mit was der zu voll und überhaupt gefüllt wird, oder gefüllt ist, das zeige ich Ihnen jetzt mal in einem kleinen Video. Wenn was, ja, genau. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Genau, was Sie hier sehen, ist eine Animation des Zytoplasmas und hier sehen Sie ganz viele Proteine, die in dem Zytosol vorhanden sind. Und ich hoffe, Sie sehen, dass das zum einen super voll ist und dass Sie zum anderen auch nicht starr da rumschwimmen, sondern dass Sie sich ganz dolle bewegen die ganze Zeit. Und dass es zum Beispiel auch Interaktionen zwischen einzelnen Proteinen gibt, zum Beispiel wenn Sie, ich hole mal den Zeiger hier, wenn Sie mal in diesen Bereich hier schauen können, wo ich jetzt diesen grünen Zeiger lasse, dann sehen Sie, dass da dieses gelbe Molekül, das hüpft um das blaue rum, das interagiert in verschiedenen Orientierungen da. Was auch noch ganz interessant ist, da können wir mal hier hochgehen, wenn Sie sich das mal hier oben anschauen, rechts in der Ecke, dann sehen Sie, dass das aussieht wie ein Donut. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen heute auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, denn die Struktur eines Proteins ist oft ganz eng daran gekoppelt, was das Protein macht. Das heißt, kennen wir die Struktur, dann können wir auch relativ genau sagen, was das Protein macht und vor allem, wie es das auch macht. Oder wenn es eben zum Beispiel nicht mehr funktioniert, warum es nicht mehr funktioniert. In dem Fall hier oben ist es ganz interessant, dieser Donut mit dem Loch in der Mitte ist nicht nur ein Donut, sondern eigentlich ein Fass mit einem langen Tunnel in der Mitte. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt, hierbei handelt es sich um das Proteasom. Und das ist in der Zelle dafür zuständig, dass fehlgefaltete oder kaputte Proteine abgebaut werden, damit die der Zelle nicht schaden können. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn dieses Protein so lange einen Tunnel hat, damit es nämlich die entfalteten Proteine, die kaputt sind, in diesen Tunnel hineinziehen kann und am Ende sitzt dann das aktive Zentrum des Enzyms, was dann die Polypeptidkette wieder in seine Einzelbestandteile zerschneiden kann. Also was Sie sich für heute schon mal merken können, dreidimensionale Struktur ist wichtig für die Funktion eines Proteins. Okay, jetzt könnten wir dann wieder zum Vortrag zurückkehren. Jawohl, sehr gut. Genau. Und jetzt kommen wir zu der schon angesprochenen kleinen Einführung, kleinen Rekapitulation von Protein. Also ich denke, wir alle, also ich hoffe zumindest, wir alle wissen, dass ein Protein mehr oder weniger aufgebaut ist wie so eine Perlenkette. Das sehen Sie hier, aus Aminosäuren besteht und dass diese Aminosäuren über eine Peptidbindung, das kann man hier hier sehen, hier ist die Peptidbindung, hier sind die einzelnen Aminosäuren, dass sie damit verknüpft sind und dass diese Aminosäuren alle unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften besitzen. Zum Beispiel können Sie hier sehen Sie ein Lysin, eine Lysin-Seitenkette, die ist positiv geladen. Hier ist ein Glutamat oder eine Glutaminsäure, die ist negativ geladen. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Histidin. Histidin ist eine sehr interessante Seitenkette, die wird dann später auch nochmal vorkommen in dem Vortrag heute, denn die kann zum einen in Säure-Base-Gleichgewichten eine Rolle spielen, aber die kann auch hervorragend Metalle und Ionen koordinieren. Und das wird später nochmal von Interesse sein. Aber was ich eigentlich jetzt hinaus will, ist, dass diese chemischen Eigenschaften dazu führen, dass ich diese Perlenkette in eine dreidimensionale Struktur falten kann. Und wir in der Strukturbiologie,
zeigen Proteine normalerweise in dieser Darstellung. Wir nennen das Schleifendarstellung. Im Englischen ist es eigentlich, das ist die Ribbon Presentation. Und hier sieht man jetzt nicht mehr jedes einzelne Atom und auch nicht mehr jede einzelne Aminosäure, sondern hier geht es eher darum, das Rückgrat des Proteins, der Peptidkette deutlich zu machen und die Sekundärstrukturelemente. Hier wird es losgehen am N-Terminus und Sie sehen schon, hier sind sogenannte Beta-Faltblätter und die sind in diesem Protein auf einer Art Plattform zusammen. Die interagieren und bilden eine Art Plattform und obendrauf gibt es zwei Alpha-Helices. Und die bilden wie so eine Art Furche hier in der Mitte. Und in den normalen Vorträgen, also wenn ich jetzt vor Ihnen stehen würde, dann würde ich Sie jetzt fragen, ob Sie eine Idee haben, was das Protein für eine Rolle spielt. Weil Sie sehen ja jetzt die Struktur und jetzt müssten Sie ja eigentlich wissen, was das Protein macht in der Zelle. Ich würde sagen, ich lasse Sie jetzt über den Vortrag mit dem Protein erstmal allein. Also das kommt noch ein paar Mal, dann können Sie sich das nochmal anschauen, können sich das nochmal überlegen und am Ende des Vortrags, als allerletzte Folie, können wir da nochmal drauf zurückkommen und dann können Sie ja mal Ihre Ideen abgeben, was das Protein im menschlichen Körper macht. Das ist auf jeden Fall recht wichtig. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Okay, jetzt sehen wir hier diese dreidimensionale Struktur. Die möchten wir jetzt gern bestimmen. Da gibt es aber allerdings ein Problem. Und das Problem ist, dass die Proteine sehr, sehr klein sind. Wir sind hier für ein normales Protein im Bereich von 10 Nanometern. Das ist sehr, sehr klein und ich finde, man muss sich das immer mal wieder ein bisschen zurückholen, wie klein das eigentlich ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel also einen Meter im Verhältnis setzen zu einem Nanometer, dann wäre das ungefähr so, als wenn wir uns den Durchmesser der Erde im Verhältnis zu dem Durchmesser einer 1-Cent-Münze vorstellen würden. Also wirklich, die Proteine sind sehr, sehr klein. Und das ist auch genau das Problem, warum wir die nicht sehen, denn das sichtbare Licht, die Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist einfach viel zu groß, um die Proteine sichtbar zu machen. Ich denke, schematisch kann man das, ist es erlaubt, das mal so darzustellen. Das heißt, was bräuchten wir, um die Proteine jetzt sichtbar zu machen? Genau, wir bräuchten irgendwie eine Art Licht, eine Art Strahlung, die eine viel, viel kürzere Wellenlänge hat. Die ungefähr so aussehen müsste. Und zusätzlich noch im Bereich unseres Proteins liegt. Und da können wir uns glücklicherweise der Röntgenstrahlung bedienen. Die benutzen wir für unsere Experimente im Bereich zwischen 1 und 2 Angströmen. Das macht 0,1 bis 0,2 Nanometer. Und da sehen Sie schon, da liegen wir ideal in dem Bereich, sogar noch ein bisschen drunter. Also wirklich gut. Röntgenstrahlung. Da haben wir jetzt auch schon das erste Wort aus unserer Überschrift. Strahlen haben wir jetzt wieder aufgegriffen. Sollten wir uns merken, Röntgenstrahlung, weil kurze Wellenlänge. Jetzt haben Sie sich sicherlich schon gedacht, das ist nicht das einzige Problem, eine dreidimensionale Struktur zu bestimmen. Das nächste Problem ist, wenn wir unser Protein mit Röntgenstrahlen beschießen würden, dann würde das Signal am Ende nicht wirklich sehr groß sein. Würde nicht reichen, um eine dreidimensionale Struktur zu bestimmen. Was können wir jetzt machen? Jetzt sagen Sie vielleicht, okay, wir müssen das irgendwie verstärken. Das ist eine gute Idee. Wie können wir was verstärken? Ja, wir könnten ganz viele Kopien des Proteins hintereinander schalten und dann einfach hoffen, dass das Signal danach so groß wird, dass wir es benutzen können für unser Experiment. Und vom Prinzip her ist es auch genau das, was wir machen. Und dafür brauchen wir einen sogenannten Proteinkristall. Da sehen Sie jetzt hier schon mal eins unserer Proteine, eins unserer Moleküle. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Beziehungsweise, wie ist so ein Proteinkristall aufgebaut? Und eigentlich ist es genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Wir müssen einfach nur versuchen, dieses Molekül, ganz viele Kopien dieses Moleküls aneinander zu heften, und zwar in einer periodischen Anordnung, im Idealfall in alle drei Richtungen. Und das können wir ja mal machen. Also wir können zuerst in der ersten Dimension das Protein miteinander interagieren lassen und dann vielleicht können wir das noch in die zweite machen. Und dann im Idealfall gehen wir noch in die dritte Dimension und dann haben wir schon einen wunderschönen Proteinkristallwürfel aufgebaut, ein schönes Kristallgitter, was uns jetzt das Signal ideal verstärkt, dass wir zum Schluss unser Experiment durchführen können. Jetzt gibt es hier genau zwei Probleme bei dem Proteinkristall. Und dafür macht es sich immer ganz gut, wenn man sich so ein Proteinkristall vorstellt, indem ich Ihnen jetzt sage, Sie haben 100 identische Kopien eines Schuhkartons. Und aus dem sollen Sie einen solchen Würfel machen. Kriegen Sie ganz gut hin, denn die Schuhkartons werden Sie immer in der gleichen Orientierung zueinander aneinander stapeln und dann kriegen Sie einen wunderschönen Proteinkristall aus Schuhkartons.
Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass Sie doch auch mal die Schuhkartons drehen sollen oder mal auf die lange Kante stellen oder mal schräg da reinstellen, dann wird es schon relativ schwierig. Und das ist Problem Nummer eins. Denn für so ein Proteinkristall brauchen wir eine Kopie unseres Proteins und das muss ich so zusammenlagern, dass es immer in exakt der gleichen Konformation ist. Ansonsten kriegen wir ein Problem. Zweites Problem ist, wenn ich Ihnen sage, Sie haben 50 Kopien des Schuhkartons und dann haben Sie noch 25 Schuhkartons, die viel größer sind und 25, die viel kleiner sind oder sogar eine ganz andere Form haben, dann wird es ziemlich schwierig, ein solches Gebilde zu bauen. Und das ist eben, wie gesagt, Problem Nummer zwei. Wir brauchen eine ganz, ganz saubere Proteinprobe. Da darf kein anderes Protein drin sein, kein Fremdprotein. Unser Protein darf nicht abgebaut werden. Es muss wirklich exakt dieselbe Kopie sein. Aber wenn wir das haben, ist es alles kein Problem und wir können hoffen, dass wir diese Kristalle bekommen. Jetzt sehen die Proteinkristalle natürlich in der Realität nicht so aus, sondern haben sie vielleicht schon drauf gewartet. Genau, so sehen die aus. Es ist tatsächlich, sind wunderschöne kleine Kristalle, die man durchs Mikroskop beobachten kann und das ist für uns Strukturbiologen immer wieder schön, wenn man sowas sehen kann. Ja, damit haben wir den ersten Teil heute nämlich eigentlich schon abgehakt. Jetzt wissen Sie nämlich, welche Methode wir bei uns in der Gruppe verwenden, um die dreidimensionale Struktur von Proteinen aufzuklären. Und das ist die Röntgenkristallographie oder auch Röntgenkristallstrukturanalyse genannt. Und das nennen wir deshalb so, weil wir zum einen Röntgenstrahlung brauchen, weil das die kurze Wellenlänge hat und wir brauchen Proteinkristalle zum Verstärken des Signals. Jetzt sehen Proteinkristalle allerdings nicht nur so aus wie auf dem Bild davor, sondern die können ganz viele verschiedene Formen haben, Größen und Farben. Das ist mal eine Abbildung aus der Doktorarbeit meines Chefs von Herrn Daunke. Da können Sie hier oben links in der Ecke sehen, sind so kleine Stäbchen, dann gibt es mal längere Stäbchen, irgendwie so, sieht aus wie Tropfen, die sehen aber nicht so schön aus, die sind auch nicht so gut. Und dann haben Sie hier unten so eine Art Pfeilspitzen oder also es gibt alles Mögliche, was Sie sich vorstellen können. Und das ist immer ganz nett, sehr abwechslungsreich. Okay, jetzt wissen Sie, was wir machen müssen. Also wir brauchen Röntgenstrahlen. Da können Sie sich sicher vorstellen, da wird es Geräte geben, Röntgengeneratoren, wo wir das herstellen können. Das ist also kein Problem. Und wir brauchen irgendwie ein Proteinkristall. Oder sogar noch ein Stück davor, wir brauchen das Protein. So, die Frage ist jetzt, wie bekommen wir dieses Protein in die Hände? Gehen wir mal davon aus, wir arbeiten jetzt mit diesem molekularen Motor gegen das Grippevirus. Wir wollen das weiter untersuchen. Jetzt könnten wir irgendwie schauen, dass wir dieses Protein irgendwo kaufen können. Kann man vielleicht irgendwo kaufen? Kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Wird aber wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein und es würde sehr, sehr lange dauern, bis wir es in die Hände kriegen. Variante Nummer zwei wäre, dass wir es doch einfach aus dem Menschen isolieren können. Könnte man vielleicht machen, ist aber halt ein wichtiges Protein und wir bräuchten sehr, sehr viel Protein. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viele Menschen, um dieses Protein zu bekommen. Wäre jetzt schlecht vertretbar, wenn man jetzt einen Antrag schreibt und sagt, man braucht dazu irgendwie noch 200 Menschen, damit man das Protein isolieren kann, wird schwierig. Deshalb benutzen wir eine andere Methode. Und zwar müssen wir da ein Stück zurückgehen. Und zwar möchte ich Sie nur noch mal daran erinnern, da ich jetzt nicht genau weiß, wie Ihr Background ist, ein Gen kodiert ja quasi ein Protein. Das heißt, ein Gen beinhaltet den Bauplan für ein Protein. Das heißt, wenn wir jetzt das Gen für unser Protein irgendwo herholen könnten und vielleicht einen anderen Organismus dazu umprogrammieren könnten, dass der uns das Protein macht, das wäre ja super. Und das können wir auch. Und warum wir das können, liegt im Grunde an der DNA. Denn die DNA ist universell. Das heißt, wir Menschen, wir benutzen die gleichen Basen und Basenpaare wie ein Bakterium zum Beispiel. Und deshalb nutzen wir im Labor Bakterien zur Proteinsynthese für unsere weiteren Forschungen. Wie funktioniert es? Nun, anfangen tun wir meistens im Büro. Vorm Rechner, da müssen wir uns erstmal das Gen für unser Protein aus einer Datenbank raussuchen. Das ist heutzutage alles gar kein Problem mehr. Es sind sehr, sehr viele Genome sequenziert mittlerweile. Das ist recht einfach machbar und relativ kostengünstig. Da können wir uns die Informationen für unser Gen einfach holen. Und danach geht es ab ins Labor, um uns das Gen herzustellen. Da gibt es zwei sehr, sehr interessante und beliebte Möglichkeiten. Die beliebteste Möglichkeit von allen ist, dass wir das Gen einfach bestellen und synthetisieren lassen von der Firma. Das ist heutzutage auch relativ gut machbar, relativ kostengünstig machbar und geht auch relativ schnell.
Wenn es diese Möglichkeit jetzt nicht gibt, kann man sich einer anderen Methode bedienen. Dafür braucht man dann einfach das Genom oder das Gen, nicht das Gen, das Genom oder die DNA des Wirts, also wo ich quasi das Gen herausholen möchte. Und dann kann ich mittels Polymerase-Kettenreaktion, also PCR, das Gen amplifizieren und habe das dann hier. Jetzt müssen wir noch, brauchen wir noch ein kleines bisschen Hilfe, um das in Bakterien zu bekommen. Und das nennt sich Plasmid. Plasmid ist ein kleines, rundes, kleines zirkuläres DNA-Strang, der alle möglichen oder nötigen Informationen enthält, damit die Bakterien das Protein für uns synthetisieren. Da sind Promotoren drauf, da sind Resistenzmarker drauf und Restriktionsschnittstellen, damit wir dieses Plasmid an einer ganz spezifischen Stelle aufschneiden können. Das kann man jetzt hier oben sehen. Und wenn Sie gute Augen haben, ich hoffe, Sie sehen das, sehen Sie schon, das Gen passt ideal da oben in dieses Plasmid rein. Das nennt sich Ligation, da können wir beides dann miteinander verbinden. Um das zusammen transformieren wir dann, bringen das quasi in Bakterien, in unserem Fall sind die Bakterien genetisch modifizierte E. coli-Zellen, die dann für uns das Protein in großen Mengen und im einfachen Weg herstellen. Das Schöne bei den Bakterien ist, dass die brauchen nicht viel, die sind mit 37 Grad und ein bisschen Nährmedium und ein bisschen Schütteln zufrieden. Und hier fangen wir meistens an, dass wir die Bakterien ausbringen auf diese Agarplatten. Da bilden sich so kleine Kolonien. Das reicht natürlich nicht für die Proteinherstellung bei uns, deshalb gehen wir dann in eine Flüssigkultur. In größeren Kolben. Und dafür habe ich dann direkt noch ein Video für Sie vorbereitet heute. Das hätten Sie eigentlich alles bei uns im Labor gesehen. Leider wird das ja nächstes Mal sehen. Ja, da kommt's. So. Da sehen Sie unsere großen Inkubatoren. Und hier drin haben wir große 5 Liter Glasflaschen. Und da ist dieses Flüssigmedium noch drin und die Bakterien schütteln wunderbar in diesem Medium bei 37 Grad. Das machen die über Nacht. Vielen Dank. Zoe, kannst du wieder den Vortrag zurückbringen? Ja, perfekt. Das machen die über Nacht. Und dann können wir zu einer ganz bestimmten Zeit durch Zugabe eines speziellen Zuckers die Proteinproduktion starten und dann machen die Bakterien das Protein für uns über Nacht. Also alles super, kostengünstig und Zeitersparnis ist sehr groß. Also das funktioniert sehr gut, dieses System. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, okay, jetzt haben wir dann dieses Protein gemacht, das ist jetzt in den Bakterienzellen drin. Jetzt sind da aber ja noch ganz viele andere Proteine drin, aber ich will ja nur mein Protein, weil wir haben ja vorhin gehört, für einen Proteinkristall brauchen wir eine reine Proteinprobe. Das heißt, wir müssen jetzt aus diesem ganzen Bakterien-Protein-Gemisch wieder unser Protein herausisolieren oder wie wir im Labor sagen, wir reinigen das Protein. Und dafür gehen wir dann in das nächste Labor hinein. Das sehen Sie schon hier, das sieht ein bisschen anders aus. Das ist nämlich ein Kühlraum eigentlich. Also nicht eigentlich, das ist ein Kühlraum. Proteine mögen es nämlich kalt. Und wenn Sie sich hier mal dieses Thermometer anschauen, ich hoffe, man kann das sehen. Wenn nicht, hier wäre 10 Grad, hier ist 0 Grad. Also wir sind irgendwie, sollten wir um die 4 Grad rumliegen, weil das ist die ideale Temperatur für Proteine. Und dann hält man sich schon mal ein paar Stunden in diesem Kühlraum auf. Wer das nicht mag, kann versuchen, das auf Eis zu bearbeiten. Das geht auch, aber die idealere Variante ist immer im Kühlraum. Okay, jetzt müssen wir das Protein abtrennen von den anderen. Was können wir machen? Wir können natürlich wieder die Eigenschaften des Proteins nutzen, zum Beispiel die unterschiedliche Größe. Könnte man machen, funktioniert aber als erster Reinigungsschritt relativ schlecht, weil es einfach sehr viele Proteine in der Lösung sind, die sicherlich 20, 30, 40% der Proteine immer noch die gleiche Größe haben wie unser Protein. Wir könnten die unterschiedliche Oberflächenladung ausnutzen. Das wäre Punkt Nummer 2. Aber auch da ist es so, dass wir unser Protein im ersten Schritt noch nicht sauber genug bekommen und dann ist es im Laufe der Reinigung schwierig, die restlichen Proteine noch abzutrennen. Idealerweise wäre ja, wenn wir irgendeine Eigenschaft in unserem Protein hätten, die nur unser Protein hat. Und das können wir machen. Und die ganze Geschichte nennt sich dann Affinitätschromatographie. Wie funktioniert es? Vom Prinzip her ist es eigentlich ganz clever. Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier eine Trägermatrix, also irgendeine Substanz, zum Beispiel Sepharose.
Und an diese Saccharose ist ein bestimmtes Molekül gekoppelt. Hier in dem Fall haben wir jetzt sogenanntes Nitrilo-3-Essigsäure. Da sehen Sie schon, hier sind drei Essigsäuregruppen. Hier ist 1, 2, hier ist 3. Und die koordiniert hier ein Nickelion. Und das ist, und besetzt das mit, oder das wird hier durch vier verschiedene Atome koordiniert. Das Gute daran ist, dass es noch zwei freie Plätze hat. Und wenn Sie mir vorhin gut zugehört haben, dann wissen Sie jetzt genau, was wir dafür nämlich noch brauchen. Und zwar wären das Histidine. Und wenn wir es jetzt schaffen, an unser Protein spezifisch und künstlich, also artifiziell, Histidine anzufügen, dann könnten wir nämlich Folgendes machen. Dann könnten wir unser Protein mit diesen Histidinen koppeln und dann schicken wir unser Protein und das ganze Proteingemisch einfach über dieses Material, was dazu führt, dass unser Protein an diesem Material bindet und alle anderen Proteine nicht. Und wir können das machen, diese Aminosäuren anfügen, das ist gar kein Problem. Wenn wir wieder zwei Schritte zurückgehen und während der Klonierung unseres Gens, also als wir dieses Gen gemacht haben, einfach zusätzlich sechs Aminosäuren anfügen. Und das ist tatsächlich eine Standardmethode, die überall durchgeführt wird und die wirklich hervorragend gut funktioniert. Und wie würde das aussehen? Also eigentlich würden Sie jetzt genau im Labor stehen und das hier vor sich haben, folgenden Versuchsaufbau. Hier haben wir eine kleine Plastiksäule. Hier unten ist dieses Material drin, was hier drüben ein bisschen detaillierter dargestellt ist. Dann haben wir hier eine Pumpe, die führt quasi dazu, dass die Flüssigkeit hier durchgesogen wird, über das mit dem Material interagieren kann. Hier unten, vielleicht erinnern Sie sich an meine Einführungsfolie, da war so eine Flasche mit diesem Fragezeichen drauf, das ist das Zellysat. Zellysat ist einfach die Bakterien aus dieser Flüssigkultur einmal von der Flüssigkeit abpelletiert, getrennt und dann aufgeschlossen. Das heißt, die Bakterien wurden aufgebrochen und hier sind jetzt letzten Endes nur noch die ganzen E. coli-Proteine und unser Protein drin. Hier ist ein Fragezeichen drauf, ich hoffe, man kann das sehen. Und Ihre Aufgabe wäre eigentlich heute gewesen, mir dann am Ende zu sagen, was hier von Protein drin ist. Gut, schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Wir würden also jetzt diese Bakteriensuspension, dieses Zellysat hier oben aufgeben, die Säule anschalten und einmal alles über dieses Material laufen lassen. Und ich hoffe, Sie können es ein bisschen sehen. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen schlecht, aber es macht nichts. Hier haben wir jetzt schon ein kleines bisschen eine gelb-grünliche Farbe. Das ist, nachdem das ganze Zellysat aufgetragen wurde. Jetzt müssen wir in einem weiteren Schritt alle unspezifischen Proteine noch abbrennen. Das nennt sich einfach waschen. Da wird die Säule mit einem Puffer gewaschen. Jetzt sehen Sie schon, es sieht schon immer ein bisschen besser aus. Jetzt schauen wir mal, wie es nach dem Waschen aussieht. Aha. Hier haben wir jetzt schöne gelbe Färbung am Protein, an diesem Medium dran, an diesem Nickel-NTA-Medium. Und jetzt müssen wir unser Protein nur noch von diesem Säulenmaterial gelöst bekommen. Und das ist auch eine ganz clevere Geschichte, was wir da machen. Wir benutzen nämlich einfach die Kopfgruppe des Histidins, das ist Imidazol in einer hohen Konzentration, teilweise bis zu 500 Millimolar, was dazu führt, dass unser Protein mit den zusätzlichen Histidinresten einfach abgedrängt wird oder verdrängt wird von dem Material und somit dann abgelöst werden kann. Und wie das aussieht, schauen wir uns mal hier an. In dieser Abbildung, Sie sehen, es wird hier oben schon weniger die Farbe, die geht jetzt hier durch den Schlauch durch. Und dann am Ende ist das unser Eluat, also das saubere Protein, was wir von der Säule heruntergewaschen haben. Und vielleicht kennst du eine, das ist das grün fluoreszierende Protein, das GFP. Normalerweise gäbe es jetzt eine Gruppe, die hätte das Green Fluorescent Protein und die andere Gruppe hätte das Red Fluorescent Protein. Und das ist dann einfach die Aufgabe gewesen. Und Sie kennen das Protein vielleicht auch aus der Zellbiologie. Und das kann man benutzen als Tag für spezifische Proteine, um deren Lokalisation in der Zelle nachzuvollziehen. So, das zusammenfassend hier nochmal dargestellt, wie der Reinigungsfortschritt hier erfolgt ist. Das hier in der ersten Flasche ist quasi das, was einmal durch das Material durchgeflossen ist, nicht interagiert hat. Hier haben wir weggewaschen und dann haben wir eluiert mit diesem Imidazol und Sie sehen zum Schluss hier wunderbar unser gereinigtes Protein, abgetrennt von allen anderen E. coli-Proteinen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir im realen Laboralltag keine bunten Proteine haben, leider, weil das ist immer wieder wirklich ein Spaß, bunte Proteine zu reinigen. Bei uns sind die natürlich farblos, was dazu führt, dass wir das nicht per Auge analysieren können, wann das Protein jetzt eluiert oder nicht.
Wir müssen das ein bisschen anders machen und wir benutzen dafür SDS-Polyacrylamid mit Gel-Elektrophorese. Ist im Prinzip auch eine sehr schöne Methode. Das ist ein Gel, was miteinander vernetzt ist. Das heißt, also es hat Poren in sich drin, besteht aus Poren. Und hier können wir unsere Proteine hier oben aufgeben, legen den Strom an und dann werden die Proteine hier nach unten der Größe nach aufgetrennt. Oben die größten Proteine, unten die kleinen Proteine. Und hier vorne, das hier, hier sehen Sie schon, hier oben ist eine sehr dicke Bande und ganz viele andere. Das wäre das Zellulosat. Das hier wäre der Durchfluss. Sie sehen, wir konnten ganz, ganz viele Proteine abtrennen, aber unser Protein hier oben, das scheint nicht mit drin gewesen zu sein. Das kommt nämlich hier hinten erst bei der Elution. Sie sehen eine sehr, sehr dicke Bande, das heißt viele Proteine konnten wir abtrennen. Und nach noch einem zusätzlichen Reinigungsschritt sehen Sie dann hier am Rand die drei Banden hier eine wirklich wunderschöne, saubere Proteinprobe, die ideal ist, um jetzt anzufangen zu kristallisieren. So, Kristallisation des Proteins. Dazu geht es selbstverständlich wieder in einen anderen Raum, in unser Kristallisationslabor. Und wie funktioniert das jetzt mit dem Kristallisieren? Vom Prinzip her ist es eigentlich recht einfach, weil wir müssen nur probieren, das Protein aus der Lösung so auszufällen oder aus der Lösung rauszukriegen, dass es sich eben regulär anordnet. Und am besten kann man das darstellen in einem solchen Phasendiagramm. Wir sehen hier auf der linken Seite Proteinkonzentration und hier unten sehen Sie die Fällungsmittelkonzentration. Und hier sehen Sie die einzelnen Phasen in diesem Phasendiagramm. Ja, hier oben in die Präzipitationsphase möchten wir nicht rein, sondern wir wollen eigentlich in die Nukleationszone, beziehungsweise in die metastabile Phase. Jetzt sagen Sie vielleicht, okay, das ist ja ganz einfach, wir nehmen einfach hier die Konzentration an Protein und hier die Konzentration an Präzipitant und dann sind wir doch in dieser Nukleationsphase. Das ist vom Prinzip her richtig. Das Problem ist nur, dass wir weder die Proteinkonzentration kennen, die wir brauchen, noch die Fällungsmittelkonzentration, noch das Fällungsmittel überhaupt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Ich werde das dann gleich nochmal ein kleines bisschen detaillierter erklären. Und zwar, wie würden wir vorgehen? Wir würden so vorgehen. Das ist hier oben mein Zeiger weg. Ach, da ist er wieder. Dass wir so eine Art Gefäße hier haben, würden wir hier unten das Fällungsmittel vorlegen und entweder oben auf einem kleinen Deckgläschen oder hier auf so einer Art Sitz, würden wir dann einen Tropfen Protein mit der gleichen Menge Tropfen Fällungsmittel versetzen. Dann würden wir das luftdicht verschließen. Das führt dazu, dass hier oben in diesem Tropfen jetzt die Fällungsmittelkonzentration nur noch halb so groß ist wie hier unten drin. Ja, weil wir das ja 1:1 mit dem Protein gemischt haben. Was dazu führt, dass es hier zu einer Art Dampfdiffusion kommt, sich ein Gleichgewicht einstellen will. Das heißt, der Tropfen hier oben, der möchte gerne wieder die gleiche Konzentration an Fällungsmittel wie hier unten. Dann kann man sich das so vorstellen, als ob wie hier oben aus dem Tropfen quasi Wasser herausgezogen wird. Und wenn wir uns jetzt nochmal dieses Phasendiagramm anschauen und sagen, hier ist jetzt die Proteinkonzentration, hier ist die Fällungsmittelkonzentration und es kommt jetzt zur Dampfdiffusion, dann führt es dazu, dass die Proteinkonzentration und die Fällungsmittelkonzentration ansteigen, ja, weil wir ja Wasser quasi entziehen. Das heißt, wir gehen hier einfach so nach oben, zack, 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 bis in die Nukleationszone, kriegen unsere Kristalle und alles ist gut. So das Prinzip. Jetzt habe ich Ihnen aber gesagt, Moment, genau, dass wir also dieses Fällungsmittel nicht kennen, Konzentration nicht kennen, also müssen wir einfach verschiedene ausprobieren. Und wie funktioniert das? Nun, ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist so ein 96-Well-Block, nennt sich das. Da sind quasi 96 Löcher drin mit 96 verschiedenen Bedingungen. Und die überführen wir dann in eine solche Kristallisationsplatte. Jedes Loch hier sieht quasi aus wie das hier. Ja? Dann überführen wir die Bedingungen in diese Platte, pipettieren Protein dazu, einen Tropfen von diesem Fällungsmittel, dann verschließen wir das luftdicht und hoffen einfach, dass Proteinkristalle entstehen. Klingt jetzt erstmal ganz gut. Wie sieht denn eine solche Fällungsmittellösung aus? Hier haben wir jetzt mal einen Ausschnitt aus einem solchen Protein-Kristallisationsscreen. Sie können jetzt hier in der ersten Reihe hoffentlich sehen, dass das die Fällungsmittel sind. Und hier sind es zum Beispiel Polyethylenglykole verschiedener Größe, verschiedener Konzentration. Zusätzlich haben wir auch noch verschiedene Puffer, verschiedene Substanzen. Natriumacetat zum Beispiel hier, pH 4,5. Hier unten haben wir einen ganz besonderen Puffer, das ist ein Jess-Puffer, der hat pH 9,5. Sie sehen schon, wir haben eine sehr große Range drin.
Zusätzlich gibt es noch Additive. Lithiumsulfat, Calciumchlorid, Natriumchlorid, eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist in diesen einzelnen Löchern hier drin. Jetzt ist es allerdings so, dass wir nicht nur diese sieben Bedingungen haben, sondern wir haben da zum Beispiel hier diesen Screen, dann haben wir den, hier haben wir noch einen. Und so könnte ich Seiten über Seiten füllen heute und Ihnen dann sagen, dass wir zum Schluss ungefähr 15 bzw. fast 20 von diesen Screens bei uns im Schrank haben. A96 Bedingungen, da werden sich ein paar doppeln, aber so gut über 1000 verschiedene Bedingungen haben wir auf jeden Fall, die wir einfach testen müssen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, das ist ja eine Arbeit, die dauert ja Tage. Wenn man das per Hand machen müsste, würde es tatsächlich lange dauern, aber wir sind in der glücklichen Lage, einen solchen Pipettierroboter bei uns im Büro, im Labor stehen zu haben. Und der kann nämlich hier mit diesem Block, da sind 96 Nadeln drin, kann die Lösung aus diesem 96 Well Block in diese Kristallisationsplatte pipettieren. Und dann hat er hier noch eine ganz kleine Nadel, die sieht man jetzt hier leider nicht. Damit kann er dann das Protein vorlegen. Das heißt, dieser Roboter braucht für eine so eine Platte, also für 96 Bedingungen, 7 Minuten. Und 7 Minuten mal 20 ist völlig in Ordnung. Das kann man absolut machen. Nichtsdestotrotz denke ich, haben Sie jetzt schon so ein bisschen gesehen, dass Kristallisation von einem Protein jetzt nicht einfach ist. Das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Man kann einiges beeinflussen. Was man aber tatsächlich nicht beeinflussen kann, ist, ob Kristalle wachsen oder nicht. Und ein ehemaliger Kollege von mir, der Michael Weyand, der hat mal zu mir gesagt, als er mir diese Kristallographie hier beigebracht hat im Studium, dass das eigentlich wie Voodoo ist. Ja, man kann viel machen, man kann hoffen, man muss immer die Daumen drücken und vor allem muss man immer positiv bleiben und hoffen, dass es Kristalle gibt. Wenn es denn aber dann mal Kristalle gibt, dann sehen die meistens, oder wenn man Glück hat, sehen die so aus wie hier auf der Abbildung. Ich hoffe, Sie können das so ein bisschen sehen. Die sind recht klein, es sind ganz viele dran. Und die sind schön, dass es die gibt. Die brauchen in der Regel, bis die gewachsen sind, könnte es sein, dass es einen Tag dauert, könnte sein, dass es eine Woche dauert, es kann aber auch Monate dauern und es gibt tatsächlich auch Proteinkristalle, die mehrere Jahre gebraucht haben zu wachsen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass so eine Doktorarbeit in der Regel 3 bis 4 Jahre dauert und man jetzt vielleicht erst nach 2 Jahren diese Proteinkristalle bekommt, da wird es schon relativ schwierig. Genau. Nichtsdestotrotz hätten wir eigentlich für heute einen Versuch geplant, indem Sie einen solchen Kristallisationsansatz durchgeführt hätten und der hätte 5 Minuten gedauert, bis wir Proteinkristalle bekommen hätten. Das ist wirklich sehr interessant und auch für uns Strukturbiologen immer wieder schön, das zu sehen. Ich habe ein Video davon gemacht. Wir können das gerne in der Diskussion, wenn es gewünscht ist, dann nochmal angucken. Da können Sie sich das live angucken, wie so eine Proteinkristalle wachsen. Ich will es jetzt nicht unbedingt zeigen, weil es sind 5 Minuten, die wir hier auf diesen Kreis schauen und da denke ich, das heben wir uns mal bis zum Schluss auf. Nichtsdestotrotz können wir mit diesen Proteinkristallen jetzt hier relativ wenig anfangen, weil die leider zu klein sind. Also müssen wir sie irgendwie versuchen zu vergrößern und wir nennen das Optimierung der Kristalle. Wie könnte man das machen? Nun, wir könnten zum Beispiel die Konzentration des Fällungsmittels ändern, wir könnten Proteinkonzentration ändern, wir könnten pH-Wert zum Beispiel ändern. Und wenn man das macht, dann kriegt man zum Schluss wieder diese Kristalle hier. Und das ist jetzt tatsächlich kein Spaß. Also ich versuche sie jetzt hier nicht auf den Irrweg zu bringen. Ist das gleiche Protein, es ist relativ ähnliche Bedingungen, in denen das wächst. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier auf der linken Seite dreimal so viel Protein haben wie auf der rechten Seite. Also in dem Fall ist es einfach die Proteinkonzentration, die man variieren muss. Okay. Jetzt sind wir schon eigentlich ein ganz gutes Stück gekommen, denn wir haben die Proteinkristalle hergestellt. Jetzt kommt aber ein nächster Schritt, denn wir wollen diese Proteinkristalle ja quasi in den Röntgenstrahl halten. Das heißt, wir müssen die irgendwie hier wieder rausbekommen. Und dabei agieren wir eigentlich wie der Angler hier mit seinem Kescher. Das ist jetzt relativ groß. Allerdings haben wir einen ähnlichen Kescher, nur der ist ein bisschen kleiner. Das können Sie jetzt hier sehen. Das ist so ein Nylonfaden, der hier so eine Schlaufe bildet. Und mit dieser Schlaufe müssen wir unter dem Mikroskop dann versuchen, die Kristalle aus dem Tropfen wieder rauszuholen. Wäre auch ein schöner Versuch gewesen heute. Da braucht man ein bisschen ein ruhiges, glückliches Händchen, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das eigentlich immer ganz gut hin. Und wenn wir diesen Kristall jetzt hier aus dieser Lösung rausgeholt haben, dann muss ich dazu sagen, dass ab diesem Punkt
der Kristall nur noch im flüssigen Stickstoff bearbeitet wird. Flüssiger Stickstoff deshalb, weil wir in den nächsten Schritten die Röntgenstrahlen mit ins Spiel bringen. Das heißt, der Kristall wird mit Röntgenstrahlung beschossen, die ist hochenergetisch, das heißt viel Energie. Und wenn der Kristall nicht eingefroren wäre, dann könnte es dazu führen, dass das Protein kaputt geht, dass einzelne Seitenketten abgesprengt werden, dass vielleicht der ganze Kristall auch explodiert. Deshalb im flüssigen Stickstoff. Und was machen wir dann mit dem Protein? Wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir diesen Kristall mit Röntgenstrahlen beschießen können. Und da sind wir sehr, sehr glücklich hier in Berlin. Wir im MDC sitzen ja im Norden von Berlin. Ein anderes Helmholtz-Zentrum ist im Süden in Adlershof und das ist das Helmholtz-Zentrum Berlin. Und die haben einen Teilchenbeschleuniger. BESSI-2 nennt er sich. Und dieser Teilchenbeschleuniger kann Elektronen auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, was dann dazu führt, dass die Elektronen mit dieser Geschwindigkeit von ihrer Flugbahn abgeleitet werden und durch dieses Ableiten entstehen quasi Röntgenstrahlung, die wir dann hier in einem solchen Labor kann man quasi abfangen und dann auf diesen Proteinkristall hier leiten und so dann das eigentliche Experiment durchführen kann. Das wird jetzt natürlich kein Labor, was von uns geleitet wird. Allerdings können wir da hinfahren und zwar meistens in 24-Stunden-Shifts. Das heißt, wir fahren früh um 9 dahin, messen 24 Stunden und fahren am nächsten Tag um 9 wieder zurück und schauen, ob da was dabei rausgekommen ist. Und Sie sind jetzt bestimmt schon recht interessiert, wie das Ergebnis des Experiments eigentlich aussieht. Schauen wir uns das mal an. So, für manche ist es recht unspektakulär, die sagen, okay, das ist ja irgendwie ein grauer Hintergrund mit schwarzen Punkten drauf. Das ist richtig, so sehr spektakulär ist es nicht. Was wir hier sehen, das sind auf jeden Fall die gestreuten Röntgenstrahlen vom Kristall. Und wir nehmen jetzt aber nicht nur ein so ein Bild auf, sondern wir drehen den Kristall ganz oft in diesem Röntgenstrahl, sodass der immer weiter gedreht wird, immer weiter gedreht wird. Und dadurch wir dann alle möglichen Seiten des Kristalls analysieren können. Das ist jetzt mal hier dargestellt, Bilder, Bilder, Bilder. Dann setzen wir uns an den PC, also das heißt, dann geht es zurück vom Labor zurück ins Büro, um dann mit verschiedenen Algorithmen, verschiedenen Programmen diese Bilder quasi zu bearbeiten. Man sitzt dann oft in Räumen, die keine Fenster haben, die sind irgendwie ganz dunkel und ganz schnell fühlt man sich dann wie der nette Herr hier. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Dann sieht man da nur noch Zahlen und fühlt sich irgendwie in diese Punkte mit integriert. Dann, wenn das aber geschafft ist und wenn das erfolgreich geschafft ist, dann kommen wir endlich dazu, warum wir das eigentlich alle machen. Und zwar zum eigentlichen Ergebnis unseres Experiments. Und das kommt jetzt auf der nächsten Seite. Und zwar ist es das. Möglicherweise sagt jetzt der Nächste, schwarzer Hintergrund, irgendein blaues Gitter davor, da hätte ich mir jetzt vielleicht schon was anderes gewünscht. Das sieht doch gar nicht aus wie eine Proteinstruktur, die ich vorhin am Anfang gezeigt habe. Das ist richtig. Das ist keine fertige Proteinstruktur. Was wir hier aber sehen, ist die sogenannte Elektronendichte-Wolke. Und wenn wir es ein bisschen weiter definieren, sehen wir hier quasi die Elektronendichte, die jedes einzelne Atom in unserem Protein umhüllt. Ja? Und da die Auflösung jetzt hier nicht so ist, dass wir jedes einzelne Atom sehen, sehen wir hier wunderbar einzelne Aminosäuren. Und für den einen oder anderen, der sowas vielleicht schon mal gesehen hat, der sieht schon, dass hier auf der Seite, da geht was lang, was Kontinuierliches. Ich kann Ihnen schon mal sagen, das ist eine Alpha-Helix, die wir hier sehen. Hier ist es genau das Gleiche. Noch eine Alpha-Helix. Und was müssen wir jetzt eigentlich machen? Letzten Endes ist es wie ein Puzzle, indem wir jetzt unser Protein, die Aminosäuren, Stück für Stück, die wir ja kennen, wir kennen ja die Sequenz unseres Proteins, Stück für Stück werden die jetzt hier in diese Elektronendichte eingebaut und zu einer fertigen Struktur zusammengefügt. Und wie das aussieht, das sehen wir jetzt hier auf der nächsten Seite. So würde das dann aussehen. Jetzt sehen Sie vielleicht schon auch, was ich gemeint habe. Also hier ist die Alpha-Helix, geht in die Richtung, hier geht sie in die Richtung und das Rückgrat ist hier in der Mitte und dann spießt immer so nach links, nach oben, nach rechts, spießen so die Seitenketten der Aminosäuren raus. Hier zum Beispiel haben wir eine Tyrosin-Seitenkette, das kann man sehr schön sehen. Eine Phenylalanin-Seitenkette haben wir hier. Isoleucin haben wir hier. Hier haben wir das berüchtigte Histidin. Also hier ist alles dabei. Und für uns ist es einfach dann in dem Punkt wichtig, dass wir die Aminosäuren Stück für Stück einbauen können, um das Modell fertig zu machen, fertig zu bauen.
Okay, ja, jetzt ist der zweite Teil von heute auch schon abgehakt. Sie müssten jetzt normalerweise fast schon Profis in der Strukturbiologie sein. Sie kennen jetzt die Grundlagen, Sie wissen, warum wir Strahlen brauchen, Sie wissen, warum wir Proteinkristalle brauchen, Sie wissen, wie ein Proteinkristall aufgebaut ist, Sie wissen, wie wir das Protein bekommen, vom Gen bis zum Protein, wie wir es reinigen können, wie wir es kristallisieren können, und letzten Endes sogar, wie wir dann das Röntgenexperiment durchführen und was wir dann später mit dieser blauen, in dem Fall ist sie blau eingefärbt, Elektronendichte machen können. Und jetzt ist es quasi an der Zeit, die eigentlichen Früchte dieser ganzen Experimente zu ernten. Und zwar würde nämlich jetzt anfangen, würden wir jetzt anfangen, eine solche Struktur zu analysieren. Denn das, was wir wollen, ist ja, wir wollen wissen, wie diese Struktur funktioniert und wie sie in den eigentlichen zellulären Kontext passt. Und dafür wechseln wir jetzt in die Anwendung. Und da habe ich Ihnen ja am Anfang erzählt, geht es heute um Protein, was uns gegen das Grippevirus hilft. Und ich habe die Folie tatsächlich drin gelassen. Die benutzen wir sonst immer in unseren Vorträgen. Und ich muss sagen, ich habe so einen Vortrag noch nie in Pandemiezeiten gehalten. Also eigentlich brauchen wir es gar nicht. Wir alle wissen, um was es gerade geht. Was wir machen müssen, wie es ist, wenn wir in einer Pandemiezeit leben. Aber nichtsdestotrotz gab es 2009 die Schweinegrippefälle. Sicherlich können wir uns alle noch daran erinnern. Meine Frau erzählt mir immer noch, die war damals betroffen, dass das schon jetzt nicht so einfach war und das schon sie ganz schön umgehauen hat. Aber das war im Verhältnis zur spanischen Grippe, die 1918 gewütet hat auf der Welt, noch nichts. Da zur spanischen Grippe-Viruszeit sind damals knapp 20 bis 50 Millionen Menschen, glaube ich, gestorben. Also das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und alles durch ein Grippevirus, durch ein Influenza-Virus. Wie sind denn diese Viren eigentlich aufgebaut? Das ist natürlich jetzt, denke ich, allen Begriff momentan. Wir haben hier eine Lipidmembran, die auf der außen sogenannte Hüllproteine befestigt sind, die diese Hüllproteine, diese Rezeptoren vermitteln dann quasi dem Virus den Zelleintritt in die menschliche Zelle. Wir haben in der Mitte Matrixraum hier innen drin und wir haben sogenannte Kapside. Also der Aufbau einer solchen Zelle ist eigentlich relativ simpel. Wenn wir uns jetzt diese Kapside ein bisschen genauer anschauen, oder in diesen Kapsiden befindet sich nämlich das Genom des Influenza-Virus in dem Fall. Das Genom des Influenza-Virus besteht aus einzelsträngiger RNA mit einer sogenannten negativen Polarität. Da komme ich dann später nochmal dazu, was das bedeutet. Diese Einzelstrang-RNA, die ist in diesem Genom um sogenannte Nukleoproteine gewickelt. Das sind hier diese blauen Punkte. Und die falten sich zu so einer Art Pfannenstruktur. Also hier wäre quasi die Pfanne, mit der man das Ei braten kann, und hier hinten wäre der Stiel. Zusätzlich, ganz am Ende, ist in diesem Proteinkomplex noch die viruseigene RNA-Polymerase positioniert. Und die ist sehr, sehr wichtig, weil die braucht der Virus nämlich für die ersten Schritte der Replikation. Aber das würde ich Ihnen dann auch im nächsten Video zeigen, glaube ich. Da schauen wir mal. Ja, genau, es ist nämlich Zeit für Video 3. Hier würde ich Ihnen jetzt einmal sehr gern zeigen, wie eine solche Virusinfektion vonstatten geht, was da genau passiert und wie das im Detail funktioniert. Jetzt schauen wir So, mal. let's say that this guy has the So, flu. genau, fangen wir nochmal an. Also der junge Mann hier in dem Video, So, let's say that this der guy ist krank, has the flu, der hat could die be any Grippe flu, and und here's der a niest. Und das droplet ist from das, his was man momentan sneeze natürlich containing auch if you überall will, hört. Hier take a sind diese minute. Because look, Tröpfchen, diese see, each Aerosole, one of und those in little diesen purple Tröpfchen things befindet sich is a diese virus, Dinge. and there are a In lot diesen of Tröpfchen viruses befindet sich floating das through the air, Virus. some of which go inevitably Diese up this Tröpfchen fliegen durch die unfortunate Luft man's und nose. How did that ähm, guy der feel when Mann you neben ripped an off half hier, of his der face? gerade seine Zeitung It liest, was atmet die interesting ein because und damit we geht did it das while he Schlamassel was schon los. Die sleeping. beiden Herren hier sind Okay, die I am Autoren talking with medical illustrator dieses David Videos, also die haben Belinsky, who das ja designed hier this video dargestellt, for die haben Zyrus, a research company. So here das comes the virus, and zusammengeschnitten. it's going to Wir sehen land schon on jetzt, one of der this Virus guy's dockt jetzt throat an die cells. Zellen So an. notice it's covered with little Im nächsten Schritt, und das yellow macht er eben über knobby diese things. And you call these Oberflächenproteine, keys, die right? Those are the keys. ideale Schlösser sind, This is a key. This is a ideale key. This is a key. Schlüssel sind Okay, für die if the Rezeptoren, die keys auf on unseren this menschlichen virus Zellen happen to fit the locks, which are those little purpley stick-uppy things on the andocken. surface of the Das sehen cell, wir jetzt if hier. Die there is passen a da ganz gut, match, die passen da the ideal rein, cell, die watch docken da this, an. Das führt dazu, dass welcomes der the Virus dann in die virus Zelle and
in die What's Zelle this? This is the hineingebracht, welcome also in die committee. They Zytose. all interlock with each other and Der they Virus schon pull mal in this der Zelle, der wird membrane dann down into the freigelassen cell and down it goes aus diesem deeper Clapping-Code. and deeper and that welcoming Und bis structure das dann passiert, disperses and the virus sehen wir capsule das Folgende bursts and geschieht. out Die comes the Virusbestandteile secret werden recipe. aus dem Virus freigelassen. Das passiert durch eine Änderung des pH-Werts im Viruskörper selbst. Und die einzelnen Partikel, die werden nämlich frei. Und Recipe for how to make was das dann more passiert, ist viruses. Folgendes, das sind diese pfannenartigen Ribonukleoproteinkomplexe, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und die haben ein Signal, was dem Virus, also was diesen Partikel hilft, in den Zellkern einzutreten. Und das ist nämlich extrem wichtig, weil die Anything? So this Replikation des Viruses bei uns unsuspecting nur im cell Zellkern has wirklich been wirksam tricked kann. into Sie gehen guiding jetzt die these Zelle da virus lang recipes und gleich right treten sie in into den its Zellkern ein own durch diese command spezielle center, the Sequenz. nucleus. So in they go. So, And they sehen Sie are hier, jetzt kommen immediately sie in den recognized. Zellkern hinein und dann passiert Folgendes. Das hier ist die viruseigene RNA-Polymerase. Das hier ist das einzelsträngige RNA-Genom des Viruses, was diese sogenannte negative Polarität hat. Und das wird jetzt zum Anfang erstmal vervielfältigt. Also die Polymerase fängt an, ganz viel von dieser RNA zu machen. By this Das sehen Sie big jetzt hier. pink Das schön molecule, dargestellt, also hier oben which is rauscht a der alte mini Strang drüber, hier factory. unten Yeah, what kommt is der it neue Strang doing? wieder raus. It Und das threads passiert the das nuclear da, das material, da und the das da. instruction code Und of immer the wieder und immer virus wieder. Ganz through viel one hole RNA wird and gemacht. Und out was another dann im hole zweiten Schritt passiert comes ist, a brand new dass instruction diese set. So it's a negativ, copying. dass diese RNA mit der negativen Polarität in eine RNA mit positiver Polarität umgeschrieben wird. Und das ist nämlich dann die mRNA, die von unserem körpereigenen Ribosom, also der Protein-Biosynthese-Maschinerie, erkannt werden kann. Copy Und was after dann passiert copy ist, dass diese after copy mRNA den of Zellkern wieder virus verlässt. recipes, Sehen which Sie then beim go nächsten Bild, out da of ist the. es. Und hier in den Ribosomen dann zu Proteinen umgewandelt wird. Und zwar sind das neue Nukleoproteine. Die gehen dann zurück in den The Kern. Das little sehen Sie gleich in der chefs, those nächsten blue peanutty things, Sequenz. Da they gehen sie cook up nämlich zurück in proteins den that go Kern. back into the nucleus where they are So, reestablished. um dann wieder im nächsten Schritt neue Virusgenome Baby viruses and then herauszulassen. out they Und das go. passiert They hier. get covered up Und die werden and dann hid. im Zytoplasma zu neuen Viruspartikeln wieder The zusammengebaut. surface where they get new Die keys können dann and die then Zelle wieder boom. entfernen Here they und come. nehmen sich This is an direkt eruption of ihre virus after virus Oberflächenproteine wieder after mit, virus damit sie dann after den nächsten only Zellen one befallen können. virus entered this Und cell. so sagt man But ungefähr, how dass wenn many eine came out? Zelle, Well, ein Virus eine Zelle millions. befällt, dass da Millions. bis zu So if 20.000 one virus neue can Viren produce a million babies and do it dabei at wieder entstehen. Und so geht das halt weiter und weiter und das führt dann letzten Endes zur Infektion unseres Körpers. So, können wir den Vortrag wieder haben? Perfekt. Genau, und dann geht es nämlich schon los mit den typischen Symptomen, die wir, denke ich, alle kennen. Die treten so 2 bis 3 Tage nach Infektion auf. Und hier sehen wir natürlich, wir kennen sie alle, plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Schnupfen, Halsweh, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Und dann passiert es ganz schnell, dass man vom blühenden Leben ins nicht mehr so blühende Leben übergeht und dass man dann gar nicht mehr so gut aussieht. Das Positive ist, dass es bei einem unkomplizierten Verlauf nach ungefähr einer Woche der Fall ist, dass man fieberfrei ist und die restlichen Symptome, Husten und andere Schwächen, die verlieren wir nach bis zu 2 Wochen wieder und alles ist gut. Es kann natürlich aber auch anderen Verlauf geben und dann kann es zu primären Influenza-Pneumonien kommen oder so oder zu sekundären bakteriellen Pneumonien. Also da muss man natürlich sehr aufpassen, dass das eben nicht passiert. Okay, aber glücklicherweise können wir uns ja schützen gegen das Grippevirus und da gibt es 2 Abwehrmechanismen. Das eine ist die erworbene Immunität. Die bekommt man durch Krankheit, wenn man die Krankheit schon einmal durchlaufen hat oder durch eine Schutzimpfung. Ja. Die setzt allerdings erst 4 bis 7 Tage nach dem Kontakt mit dem Erreger ein. Die Frage ist jetzt, was passiert in der Zeit bis dahin? Und dafür gibt es die sogenannte angeborene Immunität, die nämlich kurzfristig nach dem Kontakt mit dem Virus direkt in Kraft tritt. Und das funktioniert zum Beispiel über die Vermittlung von zellulären Botenstoffen, wie zum Beispiel Interferone. Und das würde ich gern nochmal ganz kurz darstellen hier auf der nächsten Folie, wie das denn genau funktioniert. Interferone sind kleine Proteine,
die von der Zelle ausgeschüttet werden kann, wenn sie von dem Virus befallen wird. Der Virus kommt, das haben wir ja gerade gesehen, geht in den Zellkern, repliziert sich. Und bei dem Umschreiben von negativer, also von dieser RNA mit der negativen Polarität in die richtige RNA, die unser Körper quasi erkennt, bildet sich ein sogenanntes doppelsträngiges RNA-Intermediat. Und das ist ein Signal für unseren Körper, für die Zelle zu sagen, Achtung, jetzt müssen wir die Interferonproduktion anschalten, denn da ist irgendwas im Gange, was nicht stimmt, hier ist eine Infektion. Doppelsträngige RNA gibt es nämlich bei uns im Menschen nicht und das ist quasi ein Zeichen für die Zelle, alles klar, jetzt müssen wir was tun, wir werden angegriffen. Diese Interferone werden dann durch eine Signalkaskade aktiviert, die Produktion, die werden ausgeschleust aus der Zelle, können dann hier an die Nachbarzelle angreifen oder binden an einen bestimmten Rezeptor. Das führt wieder dazu, dass das Signal dann über mehrere Kaskaden, über mehrere Proteine weitergeleitet wird. Und das führt letzten Endes dazu, dass sogenannte Interferon-stimulierten Gene angeschaltet wird. Und die Produkte dieser Interferon-stimulierten Gene, die helfen dann dieser Zelle, den Grippevirus zu bekämpfen. Das wäre dann quasi die zelleigene Antwort gegenüber dem Virus. Und eines dieser Gene, die durch Interferone stimuliert werden, Produkt dieser Gene ist das MXA-Protein. Das MXA steht für Myxovirusresistenzprotein A und das verhindert die Vermehrung des Virus in der Zelle. Das Interessante daran ist, dass es ein molekularer Motor ist, der in sogenannten Ringen angeordnet ist. Und hier sehen Sie schon molekularer Motor. Davon habe ich vorhin schon mal gesprochen. Genau. Und was man auch wusste, ist, wie das aufgebaut ist. Wir haben hier auf der einen Seite, auf der linken Seite, haben wir die Motordomäne. Auf der rechten Seite gibt es die sogenannte Stieldomäne oder den Stielbereich. Und was offene Fragen zu der Zeit waren, sind, wie sind diese Ringe aufgebaut? Also, wie sieht das Protein aus? Und wie kann es diese Ringe formen? Wie sind diese Ringe aufgebaut? Wie sieht die dreidimensionale Struktur aus? Wie interagiert denn dieses Protein mit dem Virus eigentlich? Welcher Teil des Viruses wird befallen, quasi wird erkannt von dem Protein? Wie funktioniert es? Wenn das ein Motorprotein ist, dieses MXA-Protein, wie funktioniert denn dieser Motor und was für eine Funktion hat der überhaupt? Und letzten Endes, aus diesen drei Fragen kann man eine finale Frage stellen, kann man denn mit diesen Erkenntnissen antivirale Medikamente herstellen oder hätte man eine Idee, wie man die vielleicht eventuell designen könnte? Und Sie ahnen es schon, welche Methode ideal ist, um diese Fragen zu beantworten. Genau, es ist die Röntgenkristallstrukturanalyse. Da sind Sie ja als Fachmann schon drin oder Fachfrau. Und in unserer Gruppe war das damals ein Thema von Doktoranden von Song, den sehen Sie hier. Der ist jetzt mittlerweile Professor in China geworden. Und der hat sich damals mit diesem Protein beschäftigt und hat zu Beginn diesen Stielbereich kristallisieren können und hat davon auch dieses Diffraktionsbild aufgezeichnet. Also ich gehe nochmal zurück. Der Stielbereich wäre jetzt hier hinten. Da ist noch nicht diese Motordomäne dabei. Es ist nur der Stiel. Okay, er hat das gemacht, hat es kristallisiert, konnte das Experiment durchführen und hat dann letzten Endes auch diese Struktur bauen können und darstellen können. Und hier sehen Sie jetzt mal eine andere Darstellung von Proteinstrukturen. Und zwar ist das die sogenannte Space-Filling-Darstellung, sagen wir. Also spiegelt tatsächlich die richtige Größe der einzelnen Atome wider. Und Sie sehen jetzt schon, dass man eigentlich nicht viel erkennen kann. Es ist recht voll das Bild, man kann nicht wirklich irgendwie eine Aussage treffen. Aber was sehen wir? Wenn wir eine andere Darstellung wählen, die von vorhin, dass wir also nur das Rückgrat quasi sehen, ohne die ganzen Seitenketten und ohne die ganzen Atome, sehen wir, aha, sind wieder Alpha-Helices gebildet, vier sogar, 1, 2, 3, 4, und wir haben hier zwei so eine Verbindungsstücke, L2 und L4. Das L steht für Loop, das sind unflexible Bereiche und die konnten in dieser Struktur nicht aufgeklärt werden und aufgelöst werden, weil sie einfach zu flexibel sind. Also die haben mehrere Konformationen. Okay, jetzt haben wir diese Struktur von diesem Einzelmolekül oder von dem Einzelproteinen, sehen Sie aber, also mit dem können wir jetzt noch nicht so viel anfangen. Das stimmt. Aber ich habe Ihnen ja am Anfang dieses Kristallgitter gezeigt, wo diese Moleküle alle miteinander interagiert haben und den Kristall gebildet haben. Und wenn wir das jetzt für dieses Molekül machen, dann sehen wir, wenn wir einen kleinen Ausschnitt daraus nehmen, dass es nicht nur eins von diesen Stielen ist, sondern dass also ein Stiel mit einem anderen, der ist hier hinten, der bunte, wie so ein X-Form, ja. Und daneben haben wir ein zweites X.
Und die beiden X, die sind, hängen hier oben miteinander zusammen, die interagieren hier oben zusammen. Und interessanterweise ist das nicht die einzige Konformation, die wir in diesen oder die in diesem Kristall gefunden wurden. Denn es gibt auch noch diese Konformation. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das gut gesehen hat, aber Sie sehen, jetzt geht das X, das linke X geht nach unten. Gehen wir nochmal zurück, dann geht es wieder hoch, geht es wieder runter. Also da ist wie so eine Art Bewegung schon drin und die scheint hier oben durch durch diesen Bereich ausgelöst zu sein, ausgelöst zu werden. Und wenn Sie sich jetzt diese Darstellung hier anschauen und überlegen sich, dass hier daneben noch ein nächstes X kommen würde, was auch wieder ein bisschen gebogen ist, dann geht das nämlich nach hier unten. Und so, wenn Sie das nach links und rechts erweitern, dann könnten Sie schon eine langsame Idee bekommen, wie diese Ringe eventuell aufgebaut sind. Wir haben jetzt in der nächsten Darstellung, genau, habe ich nochmal ein Video für Sie vorbereitet, da können wir uns diese einzelnen Interaktionsflächen dieser Proteine nochmal genauer angucken. Und das ist nämlich eigentlich auch das, was wir dann mit so einer Struktur machen, wie wir das dann darstellen. Moment, ich fange nochmal von vorne an. So. Jetzt sehen Sie, hier sind diese X. Und hier sehen Sie diesen flexiblen Bereich, der sich bewegen kann. Da sehen Sie dieses Interface. Es ist zum großen Teil hydrophob. Hier ist mal noch ein Lysinrest, hier ist mal noch ein Lysinrest und der scheint sich irgendwie bewegen zu können. Also hier scheint ein kleines bisschen Bewegung drin zu sein. Wie sieht jetzt diese Interaktionsfläche der anderen, also der beiden einzelnen Stiele aus? Das heißt, in X selbst, Sie sehen, da sind Histidine beteiligt. Hier sind zwei Methionine, also es ist ein bisschen hydrophob und ein bisschen hydrophil. Okay, jetzt haben wir uns das also angeschaut, wie das, wie diese Moleküle miteinander interagieren. Ach super, vielen Dank. Das war schon ziemlich wichtig und das war ziemlich interessant zu sehen, wie diese Moleküle miteinander interagieren. Und was man auch wusste, ist aus früheren Experimenten, dass in diesem Interface, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe mit diesen Aminosäurenresten, wenn man davon welche mutiert, also aus den Histidinen zum Beispiel ein Alanin macht oder so, dann ist dieses ganze Molekül, dieses ganze Protein nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, es kann den Virus nicht mehr daran hindern, sich zu vermehren. Das heißt schon mal, dass diese X und wie die miteinander interagieren, was wir gerade gesehen haben, dass das extrem wichtig für die Funktion dieses Proteins ist. Und wir konnten es quasi, oder in unserem Labor konnte es gezeigt werden, warum es so ist auf molekularer Ebene. Song hat dann noch weitergearbeitet und hat es dann auch geschafft, das ganze Protein darzustellen als Struktur. Jetzt hat er nicht mehr, nämlich mehr nur hier unten diesen Stielbereich, sondern er hat auch die Motodomäne noch dazu bekommen. Und mit Hilfe dieser Daten und der Daten aus diesem kurzen Stielmolekül waren wir dann in der Lage, ein Ringmodell für dieses Protein darzustellen. Und das sehen Sie jetzt hier. Im Inneren des Rings sehen Sie, wären die Stiele und im äußeren Bereich wäre die Motordomäne. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und vielleicht haben Sie jetzt schon eine Idee, wo eventuell diese Ringe mit dem Virus interagieren könnten. Also es könnte hier außen könnte es passieren, es könnte aber auch hier innen passieren. Und wenn ich Ihnen jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und Ihnen sage, dass dieser, oh, da war zu weit. Nee, war nicht zu weit. Moment. Hier, dass dieser Loop-Bereich L4, dass man für den weiß, dass der für die Virusinteraktion zuständig ist. Also fehlt dieser Bereich zum Beispiel, dann funktioniert das Protein nicht mehr. Wenn man hier einzelne Punktmutationen einführt, also einzelne Aminosäuren austauscht durch andere, funktioniert das Protein nicht mehr. Das heißt, der Virus scheint mit diesem Bereich hier unten zu interagieren. Und wenn wir jetzt wieder zur Ringdarstellung gehen, die ist hier, und ich Ihnen sage, dass dieser L4-Bereich hier unten ist, dann ist es jetzt relativ eindeutig, dass der Virus irgendwie in der Mitte von diesem Ring, interagiert. Aber wie? Und mit was vom Teil vom Virus. Und das ist ein anderes Projekt gewesen in unserer Gruppe. Da hat der Daniel damals das Ziel dieses MXA-Proteins untersucht und das sind nämlich die viralen Kapside. Also ist dann relativ schnell klar geworden, dass MXA-Protein gegen diese viralen Kapside aktiv wird und dass es mit denen interagiert. Man weiß aber nicht oder man wusste nicht, wie und wo. Hier sehen wir jetzt auch eine dreidimensionale Struktur dieser Kapside. Jetzt sehen Sie schon so richtig, wie diese Bratpfanne sieht es nicht mehr aus, aber das ist ein kleiner Teil davon. Hier in hell und blau, weiß und blau, sehen Sie diese Nukleoproteine und in der Mitte schlängelt sich die RNA, die einzelsträngige RNA entlang. Und die Idee ist nun folgende. Wir sehen hier die Kapside,
also diese Nukleoproteins mit der RNA ringsrum. Und die werden quasi eingefangen von diesen MXA-Ringen. Das heißt, diese MXA-Ringe binden um diese Kapside herum. Aber wofür ist das gut? Das wissen wir noch nicht genau. Wir wissen auch tatsächlich nicht hundertprozentig, ob es wirklich so aussieht. Aber das ist das, was wir momentan uns vorstellen. Es gibt leider zu diesem Komplex noch keine dreidimensionale Struktur. Das ist das, woran wir jetzt in der Gruppe wieder arbeiten, dass wir das Modell, was hier ist, quasi dreidimensional darstellen kann, so wie es wirklich vorkommt in der Zelle. Die Idee ist einfach, dass diese Ringe das Kapsid daran hindern, dass es in den Zellkern eingeschleust werden kann. Es ist einfach zu groß. Es passt nicht mehr durch die Zellporen und damit kommt es nicht mehr rein. Dass es dann dadurch zum Beispiel den Virus hindert, sich zu replizieren. Eine andere Idee ist natürlich, wir haben ja eine Motordomäne noch dran, wo wir tatsächlich noch nicht genau wissen, wofür die eigentlich gut ist. Aber stellen Sie jetzt mal vor, diese Ringe kann man vielleicht noch enger schnüren durch diesen Motor. Was dann letzten Endes dazu führt, dass dieses ganze Viruskonstrukt hier einfach nicht mehr brauchbar ist, weil es kaputt gemacht wird. Auch das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, da muss ich leider sagen, dass wir da noch, dass ich da noch nichts Genaueres dazu sagen kann, weil das einfach noch nicht bekannt ist. Wenn wir uns jetzt diese Fragen nochmal anschauen, die wir eigentlich gerne mit unserer Methode beantwortet hätten wollen, dann sehen wir, wie sind die Ringe aufgebaut? Konnten wir das beantworten? Das konnten wir sehr wohl beantworten. Wir wissen ganz genau, wie die Ringe aufgebaut sind. Das ist schon mal sehr gut. Interaktion mit den Viren würde ich sagen halb-halb. Also wir wissen, dass es die Kapside sind. Wir wissen, dass es dieser L4-Bereich ist. Und wir haben eine grobe Idee, wie das wahrscheinlich stattfindet. Wie genau das auf der molekularen Ebene aussieht, das können wir leider noch nicht sagen. Wie funktioniert der MXA-Motor? Auch das ist nach wie vor noch eine sehr, sehr interessante Frage. Was man weiß, ist, dass der Motor auf jeden Fall wichtig für die Funktion ist. Also wenn der Motor nicht mehr funktioniert, funktioniert auch das ganze Protein nicht mehr und es kann den Virus nicht mehr daran hindern, die Zelle zu befallen oder sich zu replizieren. Wie genau das funktioniert, wissen wir leider noch nicht. Von demzufolge sind natürlich auch noch keine antiviralen Medikamente irgendwie geplant oder sonstiges, weil das natürlich erst Sinn macht, wenn man wirklich diese drei Fragen im Detail beantworten kann und genau weiß, wie dieses Protein funktioniert und wie es jetzt wirklich den Virus daran hindert, dass er die Zelle befällt, beziehungsweise sich fortpflanzt. Okay, das war's für den heutigen Vortrag. Noch eine kleine Danksagung am Ende für die ganzen Kollegen, die Arbeit gerade mit diesem MXA-Protein durchgeführt haben. An meinen Chef natürlich, an die Geldgeber in dem Sinne dann für die ganzen Projekte. Und ich möchte mich auch bei Ihnen nochmal recht herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben auch was gelernt heute. Jetzt kommen wir hier nochmal zu meiner Einstiegsfolie zurück. Ich hoffe, dass Sie jetzt, wenn Sie diese drei Bilder sehen, sich erinnern, ah, okay, hier ist das Protein drin, das müssen wir herstellen, das müssen wir reinigen, damit wir die Kristalle machen, aus den Kristallen kriegen wir dann diese elektrondichte Karte, in die wir dann unser Molekül, unser Protein einbauen können, um dann das quasi zu interpretieren und zu sagen, okay, es funktioniert so, weil es genau so funktioniert, wie wir es hier in der Struktur sehen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder noch Material brauchen, Anregungen haben, uns vielleicht mal besuchen kommen wollen. Jetzt momentan vielleicht nicht unbedingt, das mit Besuch gerade ein bisschen schwierig, aber wenn sich die Lage vielleicht dann doch irgendwann wieder entspannt, sind wir immer gerne bereit, auch mal Klassen bei uns durchs Labor zu führen oder so. Das ist gar kein Problem. Schreiben Sie einfach mir oder meinem Chef. Und ja, genau. Ich habe es nicht vergessen. Hier ist nochmal die Proteinstruktur. Und vielleicht kann ja der ein oder andere jetzt mal eine Idee abgeben, was diese Struktur machen könnte. Was macht dieses Protein bei uns im Körper? Und vielen Dank nochmal.